die Dings auch sofort mit drauf, die Erklärung. Was ich will, ist, dass sie im Prinzip nicht mehr diesen medialen Kollaps hat. Ne? Medialer Kollaps, das ist etwas von Bisini, hat das geprägt, dass jeder nach innen knickt. Das heißt, ich will, dass sie merkt, wenn der nach innen knackt. Das heißt, ich werde gleich einen Tape legen von hier außen über den Tuberus, das Ossis Navicularis, das ist die Knubbel hier, dann dahin. Und wenn ich das richtig mache, dann merkt sie gleich beim medialen Kollaps, dass das Band auf Spannung kommt. So, erstmal abmessen, in etwa. Jetzt darfst du mal den Fuß ein bisschen hochziehen. Also ich muss ihn richtig hochziehen, damit ich den Tibialis Anterior hier gut sehe. Sonst kann ich das Tape nicht fest genug ziehen. Wenn es zu fest ist, dann lässt es auch wieder los. Das ist auch das Problem. Ich sitze jetzt hier an, da wo der Peroneus Brevis ansetzt. Da. Das ist hier durch schlecht. Ja, das ist egal. Und dann geht er hier so rüber. Und ein bisschen strammer, dass er das auch richtig spürt. Hätte auch ein bisschen kurzer sein können, das Thema. Und dann darfst du mal, merkst du, wenn das jetzt auf Spannung kommt? Punktabzug für Kleben, ne? Falte. So. Gut, wenn sie jetzt mal einmal aufsteht. Kannst du einmal reinhalten kurz? Ja. Von der anderen Seite nehmen. Super, danke. Okay. Jetzt, wenn sie steht, kannst du mal einen medialen Kollaps machen, damit man sieht, was da passiert. Genau. Ne, das Knie bleibt eigentlich gerade, aber der Stubus, das Ossis Navicularis geht nach innen. Und wenn es gut ist, wenn ich es gut geklebt habe, merkt sie dann die Spannung hier in dem Tape und biegt dann gegen. Kannst du jetzt mal aufs linke Bein, aufs rechte Bein stehen, mein Fehler. Jetzt mal den Kopf von links nach rechts drehen. Ja, dann wird es schon schwieriger. Und dann sieht man auch bei ihr den medialen Kollaps eigentlich recht gut. Ja, drehst du den Kopf noch von links nach rechts, immer wie beim Tennis? Schnell. Dann hat sie deutlich mehr Schwierigkeiten, das zu halten. Feuerzeug fehlt. Die Idee ist, dass man einfach eine Feedback kreiert, ne, über das Tape. Also das hat mit Kinesiotape in dem Sinne nichts zu tun. Es ist ein Feedback, ein extra Feedback. Sie merkt, sie knickt nach innen, sie kann dann gegensteuern. Gut. Okay. Ein Bein auf die Klötze. Ja, auf die Klötze los. Das kann ich gar nicht. Doch, kannst du doch. Augen zu und sehr rückwärts. Bisschen weiter, genau. Na, es ist deutlich einfacher. Also auf die zwei Klötzchen. Das finde ich jetzt gar nicht so schwer. Das ist unterschiedlich. Die meisten finden das schwieriger. Ja. Ja, weil du, die Ferse ist schmaler, ist der, die Kontaktfläche. Das ist noch fast das Schwierigste, würde ich sagen. Ein bisschen weiter nach vorne. Nur aufpassen, dass er der wird rutschig jetzt. Er ist einfach etwas weniger schwierig wie die andere Seite. Gibt sie mit der bestimmten Person oder hast du
du das nachträglich? Die kannst du dazu kaufen. Achso, okay. Ich weiß gar nicht mehr, ob die selber auch auf die Erde machen, das haben wir gestern schon gemacht. Mhm. Aber wenn sie jetzt auch nochmal, da gebe ich dir eine Hilfestellung, erstmal stehen und jetzt langsam durchs Knie gehen, schöne Kniebeuge machen. Da muss man sehr aufpassen, dass sie ihre Beinachse hält. Dann macht sie furchtbar gut, hat sie auch lange darauf geübt. Schon eine ganz andere Welt, ne? Da geht das Knie ab.